Hallöchen. Ich nehme dich hier mal kurz bei meinem Spaziergang durch diesen kleinen Park in Bangkok mit. Ich habe ein paar Szenen aufgenommen, während ich in Bangkok war. Falls du das Video davor nicht gesehen hast, ich war jetzt nicht sehr lange auf Bali. Es hat irgendwie nicht so geschnackelt zwischen Bali und mir, auch wenn es ein wunderschöner Ort ist. Also ich bin sehr... Der Wind ist so doll. Ups. Sehr froh, da gewesen zu sein. Aber es sollte irgendwie nicht sein. Und jetzt bin ich auf dem Transit nach Bali, nach Indien. Habe hier ein paar Tage verbracht. Ich bleib mal stehen. Und ja, lasse ich einfach daran teilhaben, weil die anderen Videos, die ich in Bangkok aufgenommen habe, habe ich alle im Zimmer aufgenommen, weil es einfach zu laut ist hier draußen in der Stadt. Ich habe da keinen ruhigen Ort gefunden. Und damit du die Inhalte auch richtig gut aufnehmen kannst, habe ich mich entschieden, die drinnen aufzunehmen. Auch wenn die Umgebung da vielleicht dann nicht so aufregend ist, wie wenn ich in der Stadt wäre, draußen. Viel Spaß dabei! Überall in Bangkok, das war auch schon auf Bali so, gibt es kleine Plätze, kleine Anlagen, wo die Menschen beten. Und das ist ja auch einer in diesem Park. Aber es gibt auch, wie gesagt, überall werden einfach so ein paar Figuren aufgestellt, Blümchen arrangiert. Verschiedensten Buddha. Figuren, die dann auch Verschiedenes bedeuten. Stoffbeutel rumrenne, der sieht schon so ein bisschen fleckig aus, aber das auch gehört mit zum Konzept. In diesem Beutel, der hat zwei super gute Gründe. Das eine, also es ist wichtig, dass er so lange hier so lange Träger hat, dann kann ich den auch mal über den Kopf nehmen, über den Hals so. Und zwar kann ich mit diesem Beutel in Asien unheimlich viel Plastik einsparen. Es ist hier so normal, dass sie alles, was du kaufst, nochmal in Plastik einpacken. Und ja, ich bin froh, dass ich diesen Beutel habe. Immer wenn ich einkaufen gehe oder ich habe ihn einfach immer dabei, kann ich sagen, nein, ich brauche keine Plastiktüte. Der thailändische Satz dafür ist Mai Sai Tum. Und du kannst aber auch sagen No Plastic oder No Bag, No Need. Und ja, liegt da manchmal komisch an, aber ja. Und außerdem, in diesem Beutel vermutet niemand eine wertvolle Kamera oder eine große Geldbörse oder was weiß ich. Also es ist auch noch gut, weil das so unscheinbar aussieht, nicht wie so eine Kameratasche, wo jeder gleich weiß. Und damit laufe ich einfach ein bisschen sicherer durch die Straßen. Ich habe zwar auch so das Gefühl, dass es hier total sicher ist. Ich bin auch nachts alleine durch irgendwelche Straßen gelaufen. Ich bin durch kleine Gassen gegangen und überall habe ich mich sicher gefühlt. Aber ich war auch nicht überall.
Okay, so viel zu meinem Beutelchen. ก็ไม่รู้ว่าจีวรนั่นดีหรือไม่ดีอย่างไรให้ไปเท่านั้นเวลาจะให้ของอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันผู้นี้จะฟัง
Ich bin ja so, naja.